Und läuft? 15:1 die erste. Bitte? Hallo vor allen Dingen. Hallo Nulla. Hallo, freut mich. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Und zwar habe ich letztens Studenten interviewt zu dem Thema, wie sie ihre Zukunft sehen. Und mir ist aufgefallen, dass die immer eigentlich nur über sich als Individuum sprechen und nie in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Mhm. Was ich aber eigentlich herausfinden wollte, war, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen, wie Leute ihre Zukunft sehen und wie sie die Gesellschaft sehen. Also ja. Mhm. Und nicht nur auf sich als Individuum bezogen. Mhm. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob es an meiner Fragetechnik vielleicht liegt, dass es immer nur in diese individuelle Richtung geht. Mhm. Natürlich fangen die Leute zunächst mal an, über sich zu reden. Das kennen wir und von daher müssen wir Maßnahmen ergreifen, dass sie von sich aus dann auf die Gesellschaft kommen oder dass wir ableiten können von dem, was sie über sich sagen, darauf, was in ihrer Gruppe passiert, darauf, was sie über die Gesellschaft und über die Welt denken. Und von daher kann man das natürlich machen, indem man am Biertisch sitzt und lange mit ihnen Bier trinkt. Dann bekommt man das wunderbar raus, das nennen wir narrative Interviews. Damit bekommt man aber keine Repräsentativität hin, wenn Sie das so wollen. Also wir gehen dann eher dazu über, dass wir 3.000, 4.000 Leute fragen, sodass wir alle Altersbereiche abgedeckt haben, alle sozialen Schichten, dass wir auch Geflohene drin haben, also wirklich die Bevölkerung Deutschlands. Und wir fangen dann genau damit an, was Sie eben kritisiert haben. Wir wollen, dass die Leute ganz bei sich sind. Dass sie merken, wie sie sich fühlen und dass sie ganz spezifisch von sich ausgehen. Und das tun wir dadurch, dass wir versuchen, erstmal die Kognition auszuschalten. Die sollen mal gar nichts denken. Und dann geben wir ihnen solche Oberflächen. Da sehen Sie, das ist so eine Watte, das ist eher so ein raues, das ist Glas, das ist so Wellpappe. Mhm. Und wir sagen... Das funktioniert sofort wie? Übrigens. Man geht so, man Danke. Und wir fragen, wie fühlt sich denn Ihr Leben heute an? Mhm. Sagen Sie mir einfach mal, wie sich das Leben heute anfühlt. Ja. Und sofort haben Sie weg, was die Medien Ihnen sagen, was Bücher Ihnen sagen. Mhm. Sie überlegen sich, wie sich Ihr Leben anfühlt. Mhm. Und das kann man noch anders machen. Ich kann es jetzt daran mal riechen lassen. Wie riecht Ihr Leben? Riecht das so? Mhm. Oder riecht das Leben so? Und schwuppdiwupp vergessen Sie sozusagen das, was Ihnen vorgesagt wurde. Das interessiert uns nicht. Da können wir auch Zeitung lesen. Uns interessiert Ihre Meinung. Mhm. Und wenn wir Sie mal so weit haben, dass Sie in sich ruhend alles Mögliche erstmal vergessen haben, dann legen wir los. Dann fragen wir, wie wichtig ist Ihnen ein Wir-Gefühl? Ja, wie wichtig ist Ihnen das? Mhm. Und dann können Sie auf dieser zunächst mal ganz reinen Ebene darauf antworten. Mhm. Das sind alles noch Vorfragen. Dann kommen wir zu der richtigen, indem wir dann fragen, was wünschen Sie sich eigentlich für die kommende Generation? Was würden Sie Ihren Kindern mitgeben wollen? Was wäre Ihr Vermächtnis? Mhm. Und da gehen wir schon einen Schritt von dieser Ich-Bezogenheit auf eine gesellschaftliche Bezogenheit, weil es die nächste Generation ist. Gibt, weil meine Vermutung war jetzt, dass es die vielleicht gar nicht gibt. Also dass Leute sozusagen so auf sich bezogen sind, dass sie einfach gar nicht mehr in kollektiven Wir-Zusammenhängen denken können. In dem Moment, wo man nach der nächsten Generation fragt, in dem Moment, wo man fragt, was wäre denn für Ihre Kinder oder Ihre Freunde? Mhm. Ja, was wünschen Sie denn denen? Ja, was würden Sie denen mitgeben? Dann gehen Sie von Ihrer Ich-Grundierung sofort auf eine gesellschaftliche Ebene. Und wenn wir da noch einen dritten Schritt machen und sagen, und was denken Sie, wie wird die Gesellschaft tatsächlich sein, bekommen wir durch diesen Dreischritt etwas vollkommen anderes, als wenn wir gleich auf diese dritte Ebene gegangen wären, wo ich Ihnen vollkommen recht gebe, dass Sie dann in Ihrem Ich und in Ihrem kleinen Leben bleiben. Ja, spannend. Und bei Ihren Befragungen, was ist denn dabei herausgekommen? Also wie würden Sie das denn einschätzen? Sind Leute... Danke erstmal. Ja. Kurze Unterbrechung. Läuft. 15:1 die zweite. Ja. Und bitte? Ja, also es gibt also dreistufige Fragenmodelle. Können Sie mir nochmal erklären, wie genau diese drei Stufen aussehen, dass man
zu einem repräsentativeren Ergebnis kommt, sozusagen? Mhm. Zu einem repräsentativen Ergebnis kommen wir zunächst, dass wir ganz, ganz viele Leute fragen. Mhm. 3000, über 3000, die überall herkommen aus Deutschland, ganz mhm. unterschiedlich alt sind, ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Das ist uns wichtig, mhm. weil man ja oft in Sozialwissenschaften vorwirft, dass sie so in ihrem eigenen Milieu bleiben mhm. Und dann ihre Akademiker, Kolleginnen und Freunde und so etwas fragen. Das ist ja auch praktisch. Also gehen wir überall rein. Mhm. Und dann diese drei Ebenen, die erste Ebene. Wie geht's Ihnen heute? Ganz gut. Ganz gut. Was ist Ihr Leben? Wie fühlt sich Ihr Leben an? Was haben Sie für Freunde? Ist es Ihnen wichtig, ein Wir-Gefühl zu haben? Ist es Ihnen wichtig, zu arbeiten? Mhm. Würden Sie auch arbeiten, ohne Geld zu verdienen? Mhm. Das sind alles Fragen, also die Sie, ganz normale Fragen, wie sie in allen Umfragen gestellt werden. Mhm. Das Spannende ist dann, dass wir eigentlich diese Information nur benutzen, um zu der zweiten Information zu kommen, zu einer zweiten Dimension. Und die heißt, wenn Sie sich jetzt mal Ihr Leben überlegen, was davon würden Sie eigentlich behalten und was würden Sie wegschmeißen? Mhm. Was würden Sie Ihren Kindern mitgeben, was würden Sie Ihren Freunden mitgeben und sagen, passt auf, das ist etwas, was wirklich in der Zukunft erhalten bleiben soll. Seid vorsichtig, nimm das mit. Mhm. Und das ist etwas, schmeißt es weg. Mhm. Ballast, weg damit. Mhm. Und die dritte Stufe ist dann wieder eine vollkommen andere. Sie geht dann eher auf die Gesellschaft als Ganzes und sie sagt, was wird denn eigentlich sein? Mhm. Werden die Leute erwerbstätig sein? Werden sie arbeiten, auch wenn sie kein Geld brauchen? Werden sie auf Nahrungsmittelkonsum achten? Wie wird das Leben in der Zukunft mhm. sein? Und diese drei Dimensionen erlauben uns dann natürlich Vergleiche zwischen dem, wie die Leute leben, was machen sie, und dem, was sie wegwerfen oder behalten wollen. Mhm. Und dann sehe ich, sie werfen ihr ganzes Leben weg. Oder sie sagen, nein, das, wie ich das mache, so soll das auch bleiben. Mhm. Das sagt ein bisschen was über die Kritikmöglichkeit, die Selbstreflexion der Menschen in Deutschland, in welchen Altersstufen man eher viel bei sich lässt, in welchen Altersstufen man was wegwirft. Das gibt uns sehr, sehr viele Informationen natürlich auch über Leute, die Ideale haben, die sie gar nicht leben können, also über Armutslagen. Mhm. Die dritte Dimension sagt uns etwas, was eigentlich die Politik machen kann, was sie machen muss an gesellschaftlichen Veränderungen, sodass das, was die Leute sich wünschen, das, was sie behalten wollen, tatsächlich erhaltbar ist. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass das nicht erhaltbar sein wird, wie bekommt man die Menschen dazu, ein höheres Technikverständnis beispielsweise zu haben, mhm. ja, und sich zu interessieren. Oh ja, jetzt lese ich das mal, dann komme ich mit. Ja. Das ist dann die politische Relevanz der Studie. Mhm. Und macht diese drei Fragen die Leute auch ehrlicher? Also haben Sie das Gefühl, also geht dabei sowas auf? Oder, wir haben schon den Eindruck, weil wir, wenn Sie in eine Drogerie reingehen und Parfum kaufen, ja, dann mhm. kriegen Sie mal Kaffeebohnen zu riechen. Und dann vergessen sie das eine Parfum und können mhm. sich auf das andere konzentrieren. Und deshalb haben wir diese Sinne immer wieder eingeführt. Wir sagen dann jetzt, wie fühlt sich das Leben in mhm. Zukunft an? Welche Oberfläche würden Sie mitnehmen? Ja. Ja, wie wird das Leben in Zukunft kratzig sein? Mhm. Und so kommen wir die Leute immer auf den Boden. Und wir sehen auch im Vergleich zu anderen Umfragen, dass dieses Verfahren hervorragend funktioniert und dass wir nicht einfach so ein Blabberdi-Blabberdi-Blabber da bekommen, mhm. was man aus anderen Umfragen immer wieder hat und womit man relativ wenig versteht von der Gesellschaft. Und womit man sowohl Ängste als auch Utopien herausfinden könnte. Also Ängste und Freuden und Utopien, ja natürlich. Ja, das wäre sehr hilfreich für mich dann tatsächlich, das Instrument. Ja, dann gebe ich Ihnen gleich ein Döschen mit. Ja, alle. Ich bräuchte natürlich alle. Weil eigentlich wollte ich ja herausfinden, ob junge Menschen Utopien haben und ob sie noch zu einem Wir-Gefühl fähig sind und ob sie sich überhaupt als Kollektiv noch denken können. Jetzt also, um nochmal mehr inhaltlich darauf zu kommen bei Ihren Umfragen, meinen Sie, dass es möglich ist? Also gibt es so eine Art Wir-Gefühl unter, also ich habe jetzt vor allen Dingen junge Menschen interviewt, oder ist das was Historisches eigentlich? Also denke ich,
mir da was Historisches aus. Nein, ein Wir-Gefühl, ein gesellschaftliches Wir-Gefühl ist heute eigentlich viel wichtiger, als es früher war, weil früher war dieses Wir-Gefühl viel stärker innerhalb der Familie. Die Familie war das Wir. Mhm. Jetzt werden die Familien kleiner, man hat oft gar keine Geschwister. Mhm. Und das Wir-Gefühl, das wird generiert durch Freundeskreise. Und insbesondere, wenn diese Freundeskreise so zusammengesetzt sind, dass man unterschiedliche Altersgruppen hat, dass man Personen hat mit einer unterschiedlichen geschlechtlichen Orientierung, dass man Personen hat, die auch aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen, dann ist das das, was das Wir-Gefühl konstituiert. Und wir sehen, dass Menschen, die so eine Umgebung haben, ganz anders und viel offener auch in die Zukunft schauen und auch viel bereiter sind, ihre Hand anzulegen in einer aktiven Gestaltung der Zukunft. Mhm. Also es danke geht erstmal. Ja. Ich würde gerne jetzt mit der Kamera weiter vorspringen. Zwei, die erste. Was mich jetzt noch interessieren würde bei Ihren Umfragen, wie es denn inhaltlich aussieht, ob Sie den Eindruck haben, dass es so eine Art Wir-Gefühl gibt unter den Leuten oder dass es überhaupt so eine politische Agenda gibt oder ob alle wirklich nur auf sich selbst bezogen sind. Also geht es auch um große gesellschaftliche Zusammenhänge oder sieht jeder sich nur wirklich vereinzelt individualistisch auf seinen eigenen egoistischen Weg? Es geht dezidiert um gesellschaftliche Zusammenhänge. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass man auf Klima achten muss, dass man und bei sich persönlich da ansetzen muss. Es geht darum, dass man auf Nahrungsmittelproduktion achtet, dass man den Planeten schont. Und hier sind die Deutschen durchaus selbstkritisch, die sagen, naja, ich schaue da schon ein bisschen, wo Nahrungsmittel herkommen. Aber mein liebes Kind, macht das mal besser als ich. Oder die nächsten Generationen, die sollten darauf wesentlich größere Acht haben. Mhm. Also das sehen wir schon. Wir sehen, dass Leute dann oft sich hilflos fühlen, wie sie diese Wünsche umsetzen können. Und sie stellen der Gesellschaft oft negatives Note aus, wenn es dann darum geht, wird tatsächlich so ein gesellschaftlicher Ruck dann kommen, dass man auf diese Dinge, die so lebenswichtig sind für die kommenden Generationen, tatsächlich achtet. Aber die Visionen, die sind auf alle Fälle da. Mhm. Aber das sind ja eher sehr ausdifferenzierte, verschiedene Visionen. Können Sie sich vorstellen, dass es aber auch eine größere Revolte überhaupt noch geben könnte? Oder? Na, es ist die Frage, was eine größere Revolte ist. Für mich wäre eine größere Revolte schon, dass man sagt, wir wollen nach wie vor die Umverteilung von Einkommen. Wir wollen eine Rentenversicherung, wo alle von leben können. Wir wollen eine Krankenversicherung, die individuellen Bedarfe abdeckt. Mhm. Und nicht immer weiter in Privatisierung, nicht immer weiter in ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Das ist etwas, was für mich schon eine leichte Revolte ist, weil wir in unserem Sozialstaat im Moment eigentlich den umgekehrten Weg gehen und immer mehr von dem Glück des Einzelnen abhängig machen. Und da sind die Leute durchaus hellhörig und sagen, nein, wir glauben an den Solidarstaat. Mhm. Und meinen Sie, Sie würden dann am Ende dafür auch gemeinsam auf die Straße gehen oder sind das Sachen, die dann lieber jeder irgendwie am Computer irgendwo anklicken würde und... Das gemeinsam auf die Straße gehen ist dann nicht mehr so, dass die Nolas der Welt sich in ihren Altersgruppen gemeinsam auf die Straße stellen. Dieser Wandel durch immer neue Generationen findet so wahrscheinlich nicht mehr statt. Was wir sehen, ist, dass dadurch, dass die Freundeskreise altersdurchmischt sind, dass so ein Wandel eher dann dadurch zustande kommt, dass bestimmte Personengruppen mit einer bestimmten Bildung, mit einer bestimmten Betroffenheit durchgängig dann etwas tun und wahrscheinlich eher netzaktiv sind, Unterschriftensammlungen machen oder ihre Kritik daran zeigen, leider daran zeigen, dass sie nicht mehr wählen gehen. Also das ist eine neue Methode der Revolte, ist nicht mehr wählen zu gehen? Ja, wir sehen schon diese Protest-Nichtwähler. Und wir müssen natürlich, die Politik muss da natürlich Mittel dagegen setzen, sodass man diese Stimmen wieder reinholt, dass man das Vertrauen in die Politik wieder hat und die Politik als einen Repräsentant sieht der eigenen Wünsche. Und wenn Menschen aktiv werden, dann werden sie ja eher, wie gesagt, in so Gruppierungen aktiv, die sich sehr bestimmten speziellen Themen zuwenden. Aber ist es auch noch vorstellbar, dass es wirklich eine Art von Zusammenschluss gibt, der kann ja auch altersübergreifend sein, der aber wirklich, wie man das jetzt so historisch in den 60er Jahren hatte, dass man so gemeinsam in eine große Richtung, die auch von der Theorie getragen wird, geht? Oder wird es eher so sein, dass es sehr
spezifische, ja, inhaltsorientierte Gruppen gibt, die so nebeneinander verschiedene Ziele versuchen herauszufinden. Nun ja, also so divers sind diese Ziele nicht. Wir verfolgen, wenn wir unseren Befragten zuhören, schon so etwas wie, wir haben eine Gemeinsamkeit und diese Gemeinsamkeit geht auch über Deutschland hinaus. Mhm. Und wir müssen was dafür tun. Es ist nicht mehr dieses Visionäre, wir arbeiten jetzt an einer Vision, aber uns selbst nehmen wir zurück. Mhm. Und das, was man dann dafür tun kann, ist meines Erachtens notgedrungen kleinteilig. Sie müssen dann an Rentenversicherungen ansetzen, sie müssen an dem Erhalt ansetzen der Welt aufgrund von nachhaltigem Wirtschaften. Mhm. Sie müssen sich aktiv überlegen, ist Einkommen sozusagen das gut oder ist es Glück? Eine ganz große Diskussion, die auch die Leute, die wir befragt haben, umtreibt. Also es ist eigentlich für was lebe ich eigentlich? Pragmatischere Revolution vielleicht, also so kleinere pragmatische Revolution anstatt einer. Ich würde das nicht als Pragmatismus bezeichnen. Okay. Ich würde das tatsächlich als ein Umdenken bezeichnen, dahingehend, wollen wir in einer Welt leben, wo es auf Wachstum, Wachstum, Wachstum rauskommt, wo es auf die individuelle Vermehrung des Geldes ankommt? Oder wollen wir in einer Welt leben, wo wir gerne arbeiten, wir lernen andere Leute kennen, wir verwirklichen uns in der Arbeit, wir entdecken Neues bei uns. Aber es kommt auch darauf an, andere Lebenswelten zu haben. Und dafür kämpfen die Leute heute. Mhm. Und zwar nicht nur eine Generation, wie man so oft sagt, mit der Generation X und Y und so weiter, sondern gerade auch die mittleren Generationen und auch die älteren. Aber es gibt schon dann so eine Grundzufriedenheit von Leuten mit der Gesellschaft. Also haben Sie den Eindruck, dass die Leute dann eher so eben kleinere Sachen verändern wollen? Oder haben Sie das Gefühl, dass wirklich auch eine Grundunzufriedenheit mit dem Ist-Zustand da ist? Mit dem Ist-Zustand haben wir natürlich sehr unterschiedliche Gruppen. Wir haben eine große soziale Ungleichheit in Deutschland und die Leute sind mit dem Hier und Jetzt ganz unterschiedlich zufrieden. Mhm. Es wäre ja auch ziemlich merkwürdig, wenn das nicht der Fall wäre, wenn die vielen Armen in unserer Gesellschaft genauso zufrieden wären wie Personen, die gut gebildet sind, die ein gutes Einkommen haben, wenn Arbeitslose so zufrieden wären wie Personen, die in guten Jobs oder so etwas sind. Das ist ja eine dramatische Entwicklung auch in Deutschland, diese Ungleichheit. Wenn wir aber danach fragen, was würden Sie den nächsten Generationen weitergeben? Was ist das, was Sie in Ihr Säckchen tun würden, in den Rucksack, den Sie dann in die Zukunft geben würden? Dann unterscheidet sich das nicht. Dann sieht man schon, dass Deutschland so eine gemeinsame Norm hat dessen, was man als ein gutes, als ein erstrebenswertes Leben für sich ansieht, aber auch, was ein gutes und erstrebenswertes Leben für die Gesellschaft insgesamt ist. Und das muss uns optimistisch stimmen, weil eine Gemeinschaft funktioniert, eine Gesellschaft als das Nebeneinander von Individuen würde nie funktionieren. Man hätte große Sprengstoff in sich. Und das geht auch über die deutschen Grenzen hinaus? Da müssen wir jetzt abwarten. Wir werden Studien machen, auch in anderen Ländern mit diesem Design. Aber im Moment kann ich mich jetzt nur auf Deutschland beziehen und auf Deutsche wie auch auf Personen, die in anderen Ländern geboren sind, aber jetzt in Deutschland leben. Ja. Danke. Danke. 15.3 die Ärzte. Und meinen Sie, man könnte sich eine größere revolutionäre Bewegung in Deutschland vorstellen heute, also wie in den 60er Jahren? Nun, in Deutschland, was ist Deutschland? Wir sind alle internationalisiert, wir sind globalisiert. Und wenn man über Bewegungen nachdenkt und auch über die Wirksamkeit von Bewegungen, so müssen wir zumindest europäisch denken. Aber national zu denken, kann man zwar machen, aber das würde keine Bewegung auslösen, die irgendetwas verändert. Und das macht es natürlich viel schwieriger und das zeigt aber auch Ansatzpunkte des Handelns, nämlich jene, dass man Personen zusammenführt aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Das ist die Aufgabe, die uns jetzt bevorsteht. Mhm. Also Bewegungen werden eher global. Sie müssen global sein. Sie müssen global sein. Ja. Was ich machen würde. Genau. Wenn man Ihnen jetzt freie Hand geben würde, was würden Sie in unserer Gesellschaft verändern? Ja, also was wir schon sehen, ist, dass Einkommen wichtig ist und natürlich ist Bildung auch wichtig, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir uns überlegen, welche Leute haben Visionen, welche Leute achten das Leben als gestaltungsmöglich und auch als gestaltungswert,
dann sind das zunehmend Personen, die wirklich Freundeskreise haben. Und zwar nicht viele Freunde, die alle aus der gleichen Ecke kommen, wie das vielleicht noch bei mir der Fall war, sondern Freunde, die aus ganz unterschiedlichen Nationen kommen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichem Alter, mit sexueller Orientierung. Und das kann man schon ermöglichen. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft, glaube ich, immer weniger tut. Mein Bruder hatte das über den Zivildienst. Die letzten Generationen hatten das über Militär oder Zivildienst. Wir hatten das über Konfirmationsunterricht. Oder wir hatten es über eine Religion, die ganz unterschiedliche Schichten noch zusammenbringt. Was wir beobachten, ist, dass diese Kreise sich immer mehr sozusagen unter ihresgleichen bewegen. Und von daher würde ich ganz dringend dazu raten, dass man ein verpflichtendes soziales Jahr macht. Dass man verpflichtend so etwas wie einen Austausch macht mit Personen in anderen Ländern. Ja. Wir müssen die Leute, die jungen Leute daran führen, dass wir nicht mehr in einem kleinen Fleckchen in Deutschland irgendwo ein Leben lang verbringen, sondern dass wir uns öffnen. Wollen und öffnen müssen für die Welt. Mhm. Und über dieses Müssen läuft es nicht. Es läuft nur über das Wollen. Und dieses Wollen bekommen wir dann hin, wenn man den persönlichen Kontakt hat, wenn man die Erfahrungen macht. Und gerade bei unseren drei Dimensionen, wenn wir sehen, wer am unzufriedensten ist, wer sagt, naja, so lebe ich, aber das würde ich mitgeben, also diesen Unterschied. Dieser Unterschied ist bei den Leuten kleiner. Die viele unterschiedliche Freunde haben. Die den weiteren Fokus haben. Und diejenigen, die einen Zukunftspessimismus haben, die sagen, oh, das Wir-Gefühl, das ist wunderbar, aber es geht den Bach runter. Mhm. Das sind genau auch diese Leute, denen diese Erfahrung des Andersseins fehlt. Ja. Und das kann man schon kreieren, politisch, gesellschaftlich, indem man Anreize setzt und auch Unterstützung gibt, um solche ganz unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten zu erzeugen. Mhm. Und nicht das Gegenteil macht, in einem Städtebau eher sozusagen seinesgleichen zusammen hat, in Schulen mit seinesgleichen zusammen oder dann auf der anderen Seite Schulen, die so divers zusammengesetzt sind, dass es auch da keine gemeinsame Linie mehr geben kann. Mhm. Danke, super. Sie müssen sich aktiv überlegen, ist Einkommen sozusagen das gut oder ist es Glück? Eine ganz große Diskussion, die auch die Leute, die wir befragt haben, umtreibt. Also es ist eigentlich für was lebe ich eigentlich? Pragmatischere Revolution vielleicht, also so kleinere pragmatische Revolution anstatt einer. Ich würde das nicht als Pragmatismus bezeichnen. Okay. Ich würde das tatsächlich als ein Umdenken bezeichnen, dahingehend, wollen wir in einer Welt leben, wo es auf Wachstum, Wachstum, Wachstum rauskommt, wo es auf die individuelle Vermehrung des Geldes ankommt? Oder wollen wir in einer Welt leben, wo wir gerne arbeiten, wir lernen andere Leute kennen, wir verwirklichen uns in der Arbeit, wir entdecken Neues bei uns. Aber es kommt auch darauf an, andere Lebenswelten zu haben. Und dafür kämpfen die Leute heute. Mhm. Und zwar nicht nur eine Generation, wie man so oft sagt, mit der Generation X und Y und so weiter, sondern gerade auch die mittleren Generationen und auch die älteren. Aber es gibt schon dann so eine Grundzufriedenheit von Leuten mit der Gesellschaft. Also haben Sie den Eindruck, dass die Leute dann eher so eben kleinere Sachen verändern wollen? Oder haben Sie das Gefühl, dass wirklich auch eine Grundunzufriedenheit mit dem Ist-Zustand da ist? Mit dem Ist-Zustand haben wir natürlich sehr unterschiedliche Gruppen. Wir haben eine große soziale Ungleichheit in Deutschland und die Leute sind mit dem Hier und Jetzt ganz unterschiedlich zufrieden. Mhm. Es wäre ja auch ziemlich merkwürdig, wenn das nicht der Fall wäre, wenn die vielen Armen in unserer Gesellschaft genauso zufrieden wären wie Personen, die gut gebildet sind, die ein gutes Einkommen haben, wenn Arbeitslose so zufrieden wären wie Personen, die in guten Jobs oder so etwas sind. Das ist ja eine dramatische Entwicklung auch in Deutschland, diese Ungleichheit. Wenn wir aber danach fragen, was würden Sie den nächsten Generationen weitergeben? Was ist das, was Sie in Ihr Säckchen tun würden, in den Rucksack, den Sie dann in die Zukunft geben würden? Dann unterscheidet sich das nicht. Dann sieht man schon, dass Deutschland so eine gemeinsame Norm hat dessen, was man als ein gutes, als ein erstrebenswertes Leben für sich ansieht, aber auch, was ein gutes und erstrebenswertes Leben für die Gesellschaft insgesamt ist. Und das muss uns optimistisch stimmen, weil eine Gemeinschaft funktioniert, eine Gesellschaft als das Nebeneinander von Individuen würde nie funktionieren. Man hätte große Sprengstoff in sich.
Und das geht auch über die deutschen Grenzen hinaus. Da müssen wir jetzt abwarten. Wir werden Studien machen, auch in anderen Ländern mit diesem Design. Aber im Moment kann ich mich jetzt nur auf Deutschland beziehen und auf Deutsche wie auch auf Personen, die in anderen Ländern geboren sind, aber jetzt in Deutschland leben. Ja. Danke. Danke. 15.3 die Ärzte. Und meinen Sie, man könnte sich eine größere revolutionäre Bewegung in Deutschland vorstellen heute? Also kann man das natürlich machen, indem man am Biertisch sitzt und lange mit ihnen Bier trinkt. Dann bekommt man das wunderbar raus. Das nennen wir narrative Interviews. Damit bekommt man aber keine Repräsentativität hin, wenn Sie das so wollen. Also wir gehen dann eher dazu über, dass wir 3.000, 4.000 Leute fragen, sodass wir alle Altersbereiche abgedeckt haben, alle sozialen Schichten, dass wir auch Geflohene drin haben, also wirklich die Bevölkerung Deutschlands. Und wir fangen dann genau damit an, was Sie eben kritisiert haben. Wir wollen, dass die Leute ganz bei sich sind. Dass sie merken, wie sie sich fühlen und dass sie ganz spezifisch von sich ausgehen. Und das tun wir dadurch, dass wir versuchen, erstmal die Kognition auszuschalten. Die sollen mal gar nichts denken. Und dann geben wir ihnen solche Oberflächen. Da sehen Sie, das ist so eine Watte, das ist eher so ein raues, das ist Glas, das ist so Wellpappe. Und wir sagen... Das funktioniert sofort wie? Übrigens. Man geht sofort... Danke. Und wir fragen, wie fühlt sich denn Ihr Leben heute an? Sagen Sie mir einfach mal, wie sich das Leben heute anfühlt. Ja. Und sofort haben Sie weg, was die Medien Ihnen sagen, was Bücher Ihnen sagen. Sie überlegen sich, wie sich Ihr Leben anfühlt. Und das kann man auch anders machen. Ich kann es jetzt daran mal riechen lassen. Wie riecht Ihr Leben? Riecht das so? Oder riecht das Leben so? Und schwuppdiwupp vergessen Sie sozusagen das, was Ihnen vorgesagt wurde. Das interessiert uns nicht. Da können wir auch Zeitung lesen. Uns interessiert Ihre Meinung. Und wenn wir Sie mal so weit haben, dass Sie in sich ruhend alles Mögliche erstmal vergessen haben, dann legen wir los. Dann fragen wir, wie wichtig ist Ihnen ein Wir-Gefühl? Ja, wie wichtig ist Ihnen das? Und dann können Sie auf dieser zunächst mal ganz reinen Ebene darauf antworten. Das sind alles noch Vorfragen. Dann kommen wir zu der richtigen, indem wir dann fragen, was wünschen Sie sich eigentlich für die kommende Generation? Was würden Sie Ihren Kindern mitgeben wollen? Was wäre Ihr Vermächtnis? Und da gehen wir schon einen Schritt von dieser Ich-Bezogenheit auf eine gesellschaftliche Bezogenheit, weil es die nächste Generation ist. Gibt, weil meine Vermutung war jetzt, dass es die vielleicht gar nicht gibt, also dass Leute sozusagen so auf sich bezogen sind, dass sie einfach gar nicht mehr in kollektiven Wir-Zusammenhängen denken können. Oh, in dem Moment, wo man nach der nächsten Generation fragt, in dem Moment, wo man fragt, was wäre denn für Ihre Kinder oder Ihre Freunde? Ja? Was wünschen Sie denn denen? Ja, was würden Sie denen mitgeben? Dann gehen Sie von Ihrer Ich-Grundierung sofort auf eine gesellschaftliche Ebene. Und wenn wir da noch einen dritten Schritt machen und sagen, und was denken Sie, wie wird die Gesellschaft tatsächlich sein? Bekommen wir durch diesen Dreischritt etwas vollkommen anderes, als wenn wir gleich auf diese dritte Ebene gegangen wären, wo ich Ihnen vollkommen recht gebe, dass Sie dann in Ihrem Ich und in Ihrem kleinen Leben bleiben. Ja, spannend. Und, weil man ja oft in Sozialwissenschaften vorwirft, dass sie so in ihrem eigenen Milieu bleiben und dann ihre Akademiker, Kolleginnen und Freunde und so etwas fragen. Das wäre auch praktisch. Also gehen wir überall rein. Und dann diese drei Ebenen. Die erste Ebene, wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Ganz gut. Was ist Ihr Leben? Wie fühlt sich Ihr Leben an? Was haben Sie für Freunde? Ist es Ihnen wichtig, ein Wir-Gefühl zu haben? Ist es Ihnen wichtig, zu arbeiten? Würden Sie auch arbeiten, ohne Geld zu verdienen? Das sind alles Fragen, die Sie, ganz normale Fragen, wie sie in allen Umfragen gestellt werden. Das Spannende ist dann, dass wir eigentlich diese Information nur benutzen, um zu der zweiten Information zu kommen, zu einer zweiten Dimension. Und die heißt... Wenn Sie sich jetzt mal Ihr Leben überlegen, was davon würden Sie eigentlich behalten und was würden Sie wegschmeißen? Was würden Sie Ihren Kindern mitgeben, was würden Sie Ihren Freunden mitgeben und sagen, passt auf, das ist etwas, was wirklich in der Zukunft erhalten bleiben soll. Seid vorsichtig, nimm das mit. Und das ist etwas, schmeiß das weg, Ballast, weg damit. Und die dritte Stufe
ist dann wieder eine vollkommen andere. Sie geht dann eher auf die Gesellschaft als Ganzes und sie sagt, was wird denn eigentlich sein? Mhm. Werden die Leute erwerbstätig sein? Werden sie arbeiten, auch wenn sie kein Geld brauchen? Werden sie auf Nahrungsmittelkonsum achten? Wie wird das Leben in der Zukunft sein? Und diese drei Dimensionen erlauben uns dann natürlich Vergleiche zwischen dem, wie die Leute leben, was machen sie, und dem, was sie wegwerfen oder behalten wollen. Mhm. Und dann sehe ich, sie werfen ihr ganzes Leben weg. Oder sie sagen, nein, das, wie ich das mache, so soll das auch bleiben. Mhm. Das sagt ein bisschen was über die Kritikmöglichkeit, die Selbstreflexion der Menschen in Deutschland, in welchen Altersstufen man eher viel bei sich lässt, in welchen Altersstufen man was wegwirft. Das gibt uns sehr, sehr viele Informationen natürlich auch über Leute, die Ideale haben, die sie gar nicht leben können, also über Armutslagen. Mhm. Die dritte Dimension sagt uns etwas, was eigentlich die Politik machen kann, was sie machen muss an gesellschaftlichen Veränderungen, sodass das, was die Leute sich wünschen, das, was sie behalten wollen, tatsächlich erhaltbar ist. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass das nicht erhaltbar sein wird, wie bekommt man die Menschen dazu, ein höheres Technikverständnis beispielsweise zu haben, mhm. ja, und sich zu interessieren. Oh ja, jetzt lese ich das mal, dann komme ich mit. Ja. Das ist dann die politische Relevanz der Studie. Mhm. Und macht diese drei Fragen die Leute auch ehrlicher? Also haben Sie das Gefühl, also geht dabei sowas auf? Oder, wir haben schon den Eindruck, weil wir, wenn sie früher war, weil früher war dieses Wir-Gefühl viel stärker innerhalb der Familie, die Familie war das Wir. Mhm. Jetzt werden die Familien kleiner, man hat oft gar keine Geschwister. Mhm. Und das Wir-Gefühl, das wird generiert durch Freundeskreise. Und insbesondere, wenn diese Freundeskreise so zusammengesetzt sind, dass man unterschiedliche Altersgruppen hat, dass man Personen hat mit einer unterschiedlichen geschlechtlichen Orientierung, dass man Personen hat, die auch aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen, dann ist das das, was das Wir-Gefühl konstituiert. Und wir sehen, dass Menschen, die so eine Umgebung haben, ganz anders und viel offener auch in die Zukunft schauen und auch viel bereiter sind, ihre Hand anzulegen in einer aktiven Gestaltung der Zukunft. Mhm. Also es Danke geht erstmal. Ja. Ich würde gerne jetzt mit der Kamera weiter vor. Zwei, die erste. Was mich jetzt noch interessieren würde bei Ihren Umfragen. Wie es denn inhaltlich aussieht, ob Sie den Eindruck haben, dass es so eine Art Wir-Gefühl gibt unter den Leuten oder dass es überhaupt so eine politische Agenda gibt oder ob alle wirklich nur auf sich selbst bezogen sind. Also geht es auch um große gesellschaftliche Zusammenhänge oder sieht jeder sich nur wirklich vereinzelt, individualistisch auf seinen eigenen egoistischen Weg? Es geht dezidiert um gesellschaftliche Zusammenhänge, es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass man auf Klima achten muss, dass man und bei sich persönlich da ansetzen muss. Mhm. Es geht darum, dass man auf Nahrungsmittelproduktion achtet, dass man den Planeten schont. Und hier sind die Deutschen durchaus selbstkritisch, die sagen, naja, ich schaue da schon ein bisschen, wo Nahrungsmittel herkommen, aber mein liebes Kind macht das mal besser als ich. Oder die nächsten Generationen, die sollten darauf ein wesentlich größere Acht haben. Mhm. Also das sehen wir schon. Wir sehen, dass Leute dann oft sich hilflos fühlen, wie sie diese Wünsche umsetzen können. Und sie stellen der Gesellschaft oft negatives Note aus, wenn es dann darum geht, wird tatsächlich so ein gesellschaftlicher Ruck dann kommen, dass man auf diese Dinge, die so lebenswichtig sind für die kommenden Generationen, tatsächlich achtet. Aber die Visionen, die sind auf alle Fälle da. Mhm. Aber das sind ja eher sehr ausdifferenzierte, verschiedene Visionen. Können Sie sich vorstellen, dass es aber auch eine größere Revolte überhaupt noch geben könnte? Oder? Na, es ist die Frage, was eine größere Revolte ist. Für mich wäre eine größere Revolte schon, dass man sagt, wir wollen nach wie vor die Umverteilung von Einkommen. Wir wollen eine Rentenversicherung, wo alle von leben können. Wir wollen eine Krankenversicherung, die individuellen Bedarfe abdeckt. Mhm. Und nicht immer weiter in Privatisierung, nicht immer weiter in ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Das ist etwas, was für mich schon eine leichte Revolte ist, weil wir in unserem Sozialstaat im Moment eigentlich den Ostern auf die Gesellschaft kommen oder dass wir ableiten können von dem, was sie über sich sagen, darauf, was in ihrer Gruppe passiert, darauf, was sie über die Gesellschaft und über die Welt denken.
Und von daher kann man das natürlich machen, indem man am Biertisch sitzt und lange mit ihnen Bier trinkt. Dann bekommt man das wunderbar raus. Das nennen wir narrative Interviews. Damit bekommt man aber keine Repräsentativität hin, wenn Sie das so wollen. Also wir gehen dann eher dazu über, dass wir 3.000, 4.000 Leute fragen, sodass wir alle Altersbereiche abgedeckt haben, alle sozialen Schichten, dass wir auch Geflohene drin haben, also wirklich die Bevölkerung Deutschlands. Und wir fangen dann genau damit an, was Sie eben kritisiert haben. Wir wollen, dass die Leute ganz bei sich sind. Dass sie merken, wie sie sich fühlen und dass sie ganz spezifisch von sich ausgehen. Und das tun wir dadurch, dass wir versuchen, erstmal die Kognition auszuschalten. Die sollen mal gar nichts denken. Und dann geben wir ihnen solche Oberflächen. Da sehen Sie, das ist so eine Watte, das ist eher so ein raues, das ist Glas, das ist so Wellpappe. Und wir sagen... Das funktioniert sofort wie? Übrigens. Man geht sofort... Danke. Und wir fragen, wie fühlt sich denn Ihr Leben heute an? Sagen Sie mir einfach mal, wie sich das Leben heute anfühlt. Und sofort haben Sie weg, was die Medien Ihnen sagen, was Bücher Ihnen sagen. Sie überlegen sich, wie sich Ihr Leben anfühlt. Und das kann man noch anders machen. Ich kann es jetzt da dran mal riechen lassen. Wie riecht Ihr Leben? Riecht das so? Oder riecht das Leben so? Und schwuppdiwupp vergessen Sie sozusagen das, was Ihnen vorgesagt wurde. Das interessiert uns nicht. Da können wir auch Zeitung lesen. Uns interessiert Ihre Meinung. Und wenn wir Sie mal so weit haben, dass Sie in sich ruhend alles Mögliche erstmal vergessen haben, dann legen wir los. Dann fragen wir, wie wichtig ist Ihnen ein Wir-Gefühl? Ja, wie wichtig ist Ihnen das? Und dann können Sie auf dieser zunächst mal ganz reinen Ebene darauf antworten. Das sind alles noch Vorfragen. Dann kommen wir zu der richtigen, indem wir dann fragen, was wünschen Sie sich eigentlich für die kommende Generation? Was würden Sie Ihren Kindern mitgeben wollen? Was wäre Ihr Vermächtnis? Und da gehen wir schon einen Schritt von dieser Ich-Bezogenheit auf eine gesellschaftliche Bezogenheit, weil es die nächste Generation ist. Weil meine Vermutung war jetzt, dass es die vielleicht gar nicht gibt. Also dass Leute sozusagen so auf sich bezogen sind, dass sie einfach gar nicht mehr in kollektiven Wir-Zusammenhängen denken können. In dem Moment, wo man nach der nächsten Generation fragt, in dem Moment, wo man fragt, was wäre denn für Ihre Kinder oder Ihre Freunde? Ja? Was wünschen Sie denn denen? Ja, was würden Sie denen mitgeben? Dann gehen Sie von Ihrer Ich-Grundierung sofort auf eine gesellschaftliche Ebene. Und wenn wir dann noch einen dritten Schritt machen und sagen, und was denken Sie, wie wird die Gesellschaft tatsächlich sein, bekommen wir durch